Super Stimmung hier in der Edeloptics Arena in Hamburg bei Get in the Ring. Der Kampf hat eine kurzfristige Änderung bekommen. Und zwar, statt K1, wie sich auch Tom Hartkopf vorbereitet hat, wird der Kampf zum Boxkampf geändert, gerade eben announced. Grund dafür, der Gegner von Tom Hartkopf ist kurzfristig ausgefallen. Und Sergei Kiruchin, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, hat original 2 Stunden gehabt und 2 Stunden vor dem Start des Events hat er gesagt, okay, let's go, ich bin dabei. Oh! Natürlich hatte Tom den Vorteil, dass er körperlich in Form reinkam, weil er sich auf einen Kampf vorbereitet hat. Dennoch hat er sich auf einen ganz anderen Kampf vorbereitet, auf einen anderen Gegner und auf K1-Ruleset und nicht Boxen, was ein Riesenunterschied ist. Bin mal gespannt, Sergei macht hier gut Druck gerade. Die Stimmung hier ist wirklich ordentlich. Tom Hartkopf hier aus dem Boxtempel Berlin. Genau wie auch unser Main Event, Enrico Rogge. Und die Fans lassen uns das wissen, dass Berliner hier sind. Sergei! Ich weiß nicht, ob Sie das hören, aber genau das meinte ich. Sergei geht ordentlich zum Körper, was ganz schön zum Anzusehen ist. Was langfristig Dividende zahlen wird. Ein schöner Konter hier von Tom. Haben wahrscheinlich auch eine riesen Umstellung. Hat wahrscheinlich nicht einmal in der ganzen Preparation nur geboxt. Hat immer Kickboxen gemacht. Dann fällt es jetzt einem echt schwer, dass da die Beine auf einmal wegfallen. Ich kann gut vorstellen, dass da einmal kurz im Bein zwickt und einen Lowkick feuern möchte. Bitte nicht, Tom. Respekt an beide. Das ist das, was Kämpfer ausmacht. Egal wer, egal wann, egal was. Schön. Ein paar Berliner hier am Schrein. Schön Switch und raus von Tom, gut gezirkelt. Die Runde ist vorbei. Zwei back. Das ist ein kleiner Fehler. Steht Runde 3 von 3, ist aber 2 von 3. Was Tom ganz gut macht, ist, der framed öfter, des Öfteren mit seiner Führhand. Das heißt, nicht jeder. Genau das! Sehr gut. Nicht jede Aktion mit seiner linken ist ein Schlag oder ist ein Jab. Oft verschwert er die Sicht, misst die Distanz und bereitet dann Uppercuts, Hooks und so weiter vor, was ganz schön mit anzusehen ist. Sergei müsste ein bisschen noch tiefer reingehen, wirklich ein bisschen Dirty Boxing reinhauen. Genau das!
noch zwei Nachsätzen. Die linke Hand, die rechte Hand von Tom fliegt immer wieder runter. Und das könnte, da könnte Sergei ein bisschen was mitnehmen. Ja. Da schon wieder unten. Jetzt ein Left Hook, Left Overhand. Würde durchgehen. Aber Tom ist da noch am Start. Hat hier gut Gas und ich denke die Ausdauer ist auf Toms Seite. Obwohl Sergei keinen Anschein macht, dass er irgendwie müde wird. Was mich wundert, weil er zwei Stunden vorher Bescheid wusste, dass er kämpfen wird, verdammt. Und dafür performt er ganz gut. Gute Hände hier von Tom. Oh, schöner 1-2. Uppercuts, Uppercuts. Oh, schöner Left Hook von Sergei. Schöne Cross zum Körper von Sergei. Schöner 1-2 von Tom als Counter. Sehr gut. Die Berliner wollen den Siegen sehen. Schön. Ist gute Aktion hier. Wenn Tom... Ui. Wenn Tom ordentlich Gas gibt, verschwindet Sergei immer in seiner Deckung. Was Tom dann gerne machen könnte, wäre einmal ein kleiner Guard-Pulldown. Den Handschuh runterziehen, mit einer Hand, bang! Mit der anderen durchsetzen. Seine Öffnung selbst kreieren. Gegen alle Türen. Sergei hat eine gute Cross hier gelandet. Worauf Tom mit dem Kopf geschüttelt hat. Meistens, wenn ein Kämpfer so reagiert und sagt, ey, das war nichts, dann war es was. Zweite Runde ist over. Gut. Tom Hartkopf zum Boxtempel Berlin. 6-3-1, seine Bilanz. Aber im K1. Nicht im Boxen, soweit ich weiß, oder? Da wird die schöne Cross, schöne Aktion hier gelandet. Genau, da wäre so ein Guard-Pulldown echt top gewesen. Würde den Kampf gegen seinen ursprünglichen Gegner auch sehr, sehr gerne sehen. Den kenne ich nämlich auch. Das wäre echt schön mit anzusehen, vor allem in K1 Rules. Vielleicht kommt es ja nochmal zustande. Schön, wie er framed. Schön. Noch ein Guard-Pulldown dazu, er hat sowieso gehuckt. Zieh die Guard runter, Broski. Halbe Halle schreit hier den Namen vom Tom. Tom Markov. Schöner Uppercut. Man darf das nicht unterschätzen, wie schwer das für einen ist, wenn man die ganze Zeit in der Vorbereitung ans Kickboxen dachte und die Hände wirklich fast nur als Vorbereitung für die Kicks gelten oder zumindest immer mit Kicks abgeschossen wurde, auf Kicks geachtet wurde und dann nur zu boxen, das ist echt nicht ohne. Usch. Noch 1,45 hier zu arbeiten. Schöne Rechte von Sergei.
gerne ein paar Hände in Kombination sehen von Tom. Die einzelnen Treffen schon gut. Ich glaube, wenn er 2-3 nachsetzen würde, wäre es ordentlich. Und wenn Sergei wirklich hier noch was reißt, dann müsste jetzt wirklich nach vorne gehen. Und versuchen, den Left Hook zu landen. Genau den. Und nochmal, weil die rechte Hand ab und zu gerne fällt von Tom. Nicht jedes Mal, aber ab und zu. Schön, jetzt hoch. Jetzt hoch, jetzt hoch. Mmh. 50 Sekunden noch. Oh, schöne Handy von Sergei, schöne Aktion. Kurz vor Schluss. Sehr schön, noch 40 Sekunden. Mal sehen, wer was draus machen kann. Jetzt müssen Guard Pulldown kommen. Das würde perfekt passen. Ui, protect yourself at all times. Da hat Sergei sich gerade über einen Kopfstoß, glaube ich, beschwert. Und Tom hat eine gute Cross gelandet. Komplett legitim. Wenn Sergei, wie gesagt, noch was reißen will nach vorne, Body, Body, Head. Sergei holt nochmal alles raus. Time. Schöner Kampf. Respekt an beide für den kurzfristigen Switch. Switch von Gegner, Switch von Ruleset und auch Switch von der Planung fürs Wochenende für Sergei, der wahrscheinlich was ganz anderes vorgehabt, als das einmal hier in der Edeloptics Arena zu kämpfen gegen Tom. Aber mal sehen, wer das Ding mit nach Hause genommen hat. Meiner Meinung nach lag Tom gut vorn. Sehen, wir kommen langsam zum offiziellen Urteil. Offizielles Urteil. Ich habe ihn in die Mitte geholt. Applaus für beide. Wow. Wow. Unentschieden. Draw. Großen Respekt an beide, wirklich. Vor allem auch an Sergei, weil er gar nicht in der Vorbereitung wahrscheinlich war und noch einen Unentschieden hier rausgeholt hat. Glückwunsch.